Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zur Folge 5 in Minecraft. Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, was ich zeigen wollte, aber wir werden es noch herausfinden. Folge 5, Minecraft. Was macht Folge 5, wie ich in der letzten Folge behauptet habe, so Besonderes? Der Draki wird heute nie älter. Yep. Heute, wer heute bei mir im Stream Hashtag faltig eingibt, der wird lesen, noch 365 Tage. Und zur Feier des Tages, wieso komme ich aus dem zu sprechen, heute Abend, so ab 20:30 Uhr, wird es einen kleinen, ich sag mal, einen kleinen Burzeltag-Stream geben. Oh, guck mal, die Bäumchen sind schon da, die sind schon fertig, die ersten. Wird es einen kleinen Burzeltag-Stream geben und morgen, nee, morgen nicht, und übermorgen, also am Freitag, wird es einen großen Burzeltag-Stream geben. So, genau. Es gibt einen kleinen und einen großen. Der kleine, deswegen, weil das mitten in der Woche und Schatzi ist arbeiten. Und der große, da muss Schatzi nämlich nicht arbeiten. Und da hat kein Schatzi nämlich denn das Kind behüten. Zack. So, wir bauen uns, ich sag mal hier ran. Ja, da so dran. So südseitig. Einen kleinen Hühnerstall. Einen Hühnerstall. Der müsste aber erstmal zur Werkbank. Haben wir die nach oben geschleppt? Ja, ne? Wäre natürlich lustig, wir sind jetzt hier ein Creeper drin. Wer, wo ist da? Sticky Stick. Zaun war so rum, ne? Zwei davon. Richtig? Nein! Zauntor gemacht. Trottel. Ja, wir haben ganz viel Dekomaterial. Ich geh mal holen. Lalala. Wir haben da so viel Holz aktuell noch. Also nicht. Mann. Ich habe auch die Musik lauter gemacht, übrigens, und die Geräusche. Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe fürs Vorspielen alles ein bisschen leiser gedreht. Aber das kann ich doch eigentlich in der Post machen. Also, ah ne, wir haben ja gar kein Holz mehr hier. Hey, warte. Da, Sticks. So eine Scheiße. Mann! Guck doch, was da machst du, Idiot. So. Holz. Ich weiß bloß nicht, ob es dafür auch einen speziellen Tisch gibt, wo man dann quasi mehr rauskriegt. So. Eigentlich wollte ich das Holz für andere Sachen ausgeben. Naja, wir haben da hinten Neues gepflanzt. Müssen wir bloß auf Fällen gehen. Ich bin aber auch ein Trottel. So, basteln wir erstmal. Das Haus ist ja auch ganz rudimentär gebaut. Erstmal. Dann bauen wir auch doch ganz erstmal. Ne, erstmal sagen. Was meint der 5? 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir da 6. Gut, dass wir ein Tor haben, ne? Sagt man nichts dazu. Ach ja, pass mal auf, wir haben doch jetzt hier die Ho. Das Problem ist halt, wir haben noch keinen Eimer. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also theoretisch müsste das alles benutzt werden. Wir machen erstmal das Feld halt hier hin, weil wir haben ja nichts anderes, ne? Wer sich fragt übrigens, warum steht da unten 3 Kilos 1983 und nicht 83, wie den
ganzen alten Videos, also zumindest für die, die sich daran erinnern können, an die alten Videos, das liegt daran, dass ich mir Minecraft neu kaufen muss. Weil ich habe keine Ahnung mehr, wie meine alten Account-Daten sind. Ja. So. Das kann ja erstmal weiter wachsen. Oh, da steht ein Baum. Hat's geklappt? Wenn nicht, können wir gleich abfällen. Wir brauchen Holz. Nein. Es soll nämlich angeblich so sein, wenn ein Baum, das muss Oak sein, das muss Eiche sein, in der Nähe, also direkt an Pflanzen dran, groß wird. Und wir in Plains sind, ist F3, war das F3? 2. Wo steht denn das? Da stehen meine Koordinaten. Da steht Server, da steht Client. Steht hier nicht auch irgendwo normalerweise? Bio, Minecraft, Plains. Okay. Screenshot speichern unter. Nein. Dann gibt es eine 5%ige Chance. Muss man dazu sagen. Nur eine 5%ige Chance. Das besagter Baum, der denn hier wächst. Ein Bienennest bei sich dran hat. Deswegen dachte ich mir, machen wir das mal. Weil Bienen wollen wir auch haben. Bienen geben Honig und Honig ist lecker. So, das haben wir gemacht. Jetzt wollen wir versuchen, die Hühner zu fangen. Hühnis, kommt. Denn Hühner sind Futterlieferanten. Die legen nämlich Eier. Und aus Eiern und Mehl und Milch, gebt euch mal Kühe für, kann man nämlich Kuchen backen. Wir können auch aus Kürbis Kuchen backen, deswegen haben wir den Kürbis da hinten. Also nicht deswegen, sondern deswegen habe ich mich für diese Stelle entschieden. Hallo Hühnchen. Hallo anderes Hühnchen. Kommt mal mit. Da bist du. Kommt ihr mit? Sehr gut. Mit dir redet hätten keiner die Bechdose. So, was sagt die Sonne? Die ist noch hoch. Kommt mit, ihr Hühner. Die Schweine können wir noch nicht fangen, weil dafür brauchen wir Kartoffeln. Und ich habe keine Kartoffeln. Und nein, ich klaue mir erstmal keine. Bei meinen Freunden, den Nachbarn. Was übrigens auch passieren kann, habe ich auch mittlerweile rausgekriegt. Es gibt in... Ja, ich weiß nicht, seit wann es den gibt. Es gibt einen fahrenden Händler. Da ist so ein Typ in blauer Kutte, der zwei Lamas mit sich rumführt. Und bei denen kann man Sachen kaufen. Zum Beispiel könnte man bei dem... Also ist eine der Sachen, die es bei dem gibt, ist ein... So, ist ein Eimer mit Fisch drin zum Beispiel. Ui, Fortschritt erzielt. Wir haben ein Babyhühnchen. Erfahrung gekriegt. Ein Eimer mit Fischen drin. Und in dem Eimer sind nicht nur Fische drin, sondern auch Wasser drin. Aber viel wichtiger ist, es ist ein Eimer. Also wenn man ganz viel Glück hat, und ich weiß nicht, ab wann der spawnt, aber vielleicht spawnt der auch recht früh bei einer Behausung, dann könnte man quasi schon an einen Eimer rankommen, bevor man überhaupt Eisen hat. Ja. Das ist wichtig.
sich gar nichts getan. Obwohl wir die Map mit sich führen, oder? Nee. Weil ich dachte, wie sieht denn auch die Bäume hier, ne? Weil da sind ja, hier sind ja Bäume gewachsen. Und die Höhle zum Beispiel ist ja zu. Die ist ja gar nicht mehr auf. Doch, die ist auf. Aber den Baum, doch, den gibt es auch noch. Aber hier sind halt neue Bäume. Wir sind halt nicht drauf auf der Karte. Und wir sind eindeutig schon da gewesen. So, schlafen. Also merken, ganz komisch. Es ist seltsam mit den Maps. Ich hab sie ja. Und soweit ich weiß, muss man die nicht mit sich rumführen. Also wurde zumindest behauptet. Warte, das kann noch da. Und eine Axt. Dann haben wir die Axt. Dann haben wir nochmal 3 Eier. Dann haben wir 8 Eier. Kühe wären denn so das nächste, was man sich holen könnte? Ich wollte gerade was gucken. Nee, mal kurz. Schauen wir mal da, ob es sowas gibt wie ein. Nest? Hühner? Nee. Man kann doch ein Nest. Also, ich habe in manchen Videos und Screenshots gesehen, dass Leute ein Haus bauen, ein Hühnerhaus, und da ist ein Nest drin. Riesenbaum. Geil. Und ich mich jetzt frage, wie kommen die an das Nest? Ha! Noch mehr Hühner. Geil, Baum. Muss ich mal gucken, welche Karte war denn das? Das war die Karte, ne? Ja, da ist der Baum jetzt drauf, der da. Und der Anbau. So. Ziehen wir die wieder weg, packen die wieder nach da. Mal gucken, ob sich das dort aktualisiert hat. Ich will das halt wissen, wie es ist. Wir haben jetzt die Hühner, da hinten ist die Weizenfarm. Ich würde sagen, Essen ist gesichert. Denn wir noch Eisen und Kohle, aber ganz ehrlich, Kohle haben wir. Eisen, ja, weiß ich, wo man es kriegt. Ja, jetzt ist das hier auch aktualisiert. Ich muss immer irgendwie auf die Karte gucken. Oder, warte mal kurz, jetzt testen wir mal kurz mal was. 12 war das, ne? Das war 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Karte 19. Ja, ich bin so ganz komisch geflogen, ich bin so rumgeflogen. Wo sind wir? Karte 19, da steht noch nichts drauf. Okay, wir schleppen sie nur mit uns unten im Inventar rum. Und werden jetzt nebenbei noch zum Eisenabbau gehen. Denn ich habe vorhin, als ich den Berg da weggemacht habe, die eine Höhle, die ich da hinten angesprochen hatte, ich sag mal in Anführungsstrichen aus Versehen erkundet. Sohnemann saß bei mir auf dem Schoß und wollte halt da in die Pferde gucken. Ich bin in die Höhle reingelaufen, weil er in die Höhle wollte. Und deswegen hatte ich die schon ausgeleuchtet hier unten. Und hier gibt's Eisen. So, da oben ist Eisen, da unten war Eisen. Ich glaube hier hinten auch. Genau, da hinten geht's aber noch weiter, da war ich noch nicht. Aber Junior wollte heute unbedingt gucken und ich mach das und wer jetzt sich daran stört. Ja, Junge, es ist nur Eisen. Und es war zur Freude des Kindes, also. Wenn es dich stört, halt die Gusche. So. Also können wir das Eisen abbauen. Haben unser Eisen. Nicht viel. Aber wir haben was. Habe ich Fackeln mit? Nö. Ja gut, dann werden hier unten Monster spawnen. So. Ich weiß übrigens nicht, dieser weiße Stein, den wir hier haben, ne? So, den habe ich auch schon woanders abgebaut. In dem anderen Dingsi. Und da frage ich mich, was kann man damit machen? Weil Gravel ist es nicht. Gravel. Es ist halt
Jahreszeug. Dass ich jetzt einfach mal so ein bisschen so Vorrat einsammle, weil was man hat, hat man, ne? Zack. So, jetzt gehen wir mal da lang mit der Map. Wir gucken dich drauf. Gucken uns das hier an, sagen, oh, guck mal hier, schöne Bäume. Das da hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Eine Schere müssen wir uns noch machen. Werden wir gleich machen. Warum eine Schere? Damit wir mal die Blätter abmachen können und aus den Blättern vielleicht Dekomaterial gewinnen. Genau. So, Schweinchen fühlt sich hier wohl. Die Bienen sind übrigens wichtig, weil die Bienen können einen, ich sag mal, Bonus aufs Wachstum geben für Pflanzen, für Weizen. Also für die Felder. Wenn man nämlich den Bienenstock auf der einen Seite hinsetzt, ne, sag ich hier, und auf, ne, nicht ganz, wenn man hier ein Feld hinsetzt und hier den Bienenstock, dann fliegen die Bienen von hier aus über das Feld zu den Pflanzen, zu den Blümchen, bestäuben die, und wenn sie wieder zurückfliegen, bestäuben sie irgendwie, halt, sonst halt das Weizen bestäuben, hieß es. Und das steigert das Wachstum von den Feldern. Oder irgendwie so. Wenn die halt, nachdem sie bei der Pflanze waren, über die Felder fliegen. Das kann man quasi auch gezielt denn dementsprechend steuern. Würde ich mal behaupten. Weiß ich bloß nicht, ob es da irgendwie bestimmte Blümchen jetzt sein müssen für diesen Trick hier. Oder, keine Ahnung. Aber es hat auch nur, wie gesagt, eine 5%ige Chance, dass das überhaupt funktioniert. Dementsprechend. Ja, muss das ja auch nicht klappen, ne? Es muss halt nur bei Blümchen sein. So, aber. Dann gehen wir hier mal hoch. Hühnerse haben wir. Gucken wir mal da und da. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Karte an, ob das geklappt hat. Wir haben hier nicht auf die Karte geschaut, sondern sie nur unten im Inventar mitgeführt. Nö, hat nicht geklappt. Den Zipfel haben wir aufgelegt, als wir auf die Karte raufgeguckt haben. Karte 19. Da ist ja der unten rechts wäre es ja gewesen. Wir müssten also immer auf die Karte gucken. Pflanzen und Tiere haben wir, auch wenn es erstmal nur Hühner sind, aber ist da. Eisen. Ja komm, 18 Eisen. Ach, 16 und ein bisschen. Das heißt, wir müssen immer auf die Karten raufgucken. Boah, ist ja jetzt nicht so, was ich wünsche, ne? Das ist ja jetzt nicht so, was ich mir wünsche. Muss ich ja gestehen. Das kann auch da, das kann auch da, das ist Dreck. Da, dich brauche ich gleich noch. Dich brauche ich erstmal nicht. Dich brauche ich, dich brauche ich, dich brauche ich. Nicht. Eisen, zwei Stück nehmen wir mal mit. Holz brauche ich gerade nicht. Zuckerrohr brauche ich gerade nicht. Eisen war doch, Schere. Wie war das gerade? Moment, das richtig gesehen? Ein Nugget gibt nur ein Barren gibt nur ein Nugget.
9 Nuggets, wollte ich schon sagen. Lampe, 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 Lampe. Es gibt doch so eine Lampe, ne? Es gibt doch so eine Lampe. Laterne. 8. Alter, 8. 8 und eine Fackel. Also ein Barren und eine Fackel sind ein so eine Laterne. Grobfägerplatte. Eichenholzdruckplatte. Grobfägerplatte. Was ist eine Steindruckplatte? Was ist eine Wägeplatte? Hä? Hier geht das ja klar. Gelber Trockenbeton. Kies, Sand und Farbstoff. Eigentlich ja noch Wasser, aber egal. Na gut, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir haben Dinge erfahren, die uns nicht so ganz gefallen haben. Wie das mit der Karte. Wir haben aber auch Weizen ist da, die Hühner sind da. Wir haben Eisen, das lodert, wir haben was zu fressen. Unser Haus da hinten ist bald umzugsfertig, also einzugsfertig. Ich würde sagen, wir haben alles für heute geschafft, was ich schaffen wollte. Grob zumindest. Wir sehen uns heute Abend, wenn ihr Bock habt, im Stream um 20.15 Uhr oder 20.30 Uhr, je nachdem, wie der Kleine pennt. Vielleicht auch ein bisschen später. Und ja, ansonsten sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.